Hi Leute, heute mal wieder ein Lädenfutter-Nützling-Video. Nach einiger Zeit wird es mal wieder Zeit, dass wir das mal machen. Ich habe mir heute mal das Thema tropische Springschwänze genommen. Gibt es auch in Deutschland. Fast jeder Blumenbesitzer wird die schon mal gesehen haben, im Blumentopf rumhüpfen. Die deutsche Variante ist ein bisschen kleiner, die tropischen sind eine Nummer größer. Das sind diese kleinen weißen Punkte, die meine schlechte Cam mehr schlecht als recht wahrscheinlich einfängt. Wofür braucht man sowas? Zum einen als kleinstes Lebendfutter. Springschwänze sind so das allerkleinste Lebendfutter, was wir in der Terraristik überhaupt haben. Wenn wir noch kleiner gehen wollen, müssen wir schon eher in den Bereich Aquaristik gehen mit Infusorien, Rädertierchen und so. Aber im rein terrestrischen Bereich gibt es in der Terraristik eigentlich nichts Kleineres als die. Darum sind die für kleinste Tiere und von denen auch eigentlich nur die Jungtiere. Für die sind die ganz gut geeignet. Von kleinsten Spinnenarten, die Nymphen oder Dendrobaten, junge Dendrobaten auch oder auch ältere Dendrobaten, weil die so kleine Mäulchen haben. In der Feigefroschszene, ah, jetzt habe ich sie mal fokussiert, nach fast einer Minute, toll. Ja, jeder Fallgiftfroschhalter kennt die eigentlich und braucht die auch meistens. Kleinstes Lebendfutter für kleinste Tiere ist das. Und dann werden die auch noch als Nützlinge, Stichwort Bioactive Terrarium, bioaktives Terrarium, Bodenpolizei und so, da sind sie auch verbreitet. Die halten auch den Bodengrund gut sauber. Bei denen hier sollte man halt im Auge behalten, wenn man die denn unbedingt als Bodenpolizei haben will. Also die sind keine Pflicht. Es gibt tausend gute Alternativen. Aber wenn man die unbedingt haben will, muss man wissen, das sind halt, wie der Name schon sagt, kleine Hüpferlinge, die immer auf der Erdoberfläche sind. Die sieht man also immer. Die hüpfen oben auf der Erde rum. Und je nach Bestand und wie sich die Population entwickelt, kann das halt auch mal gut ein dicker weißer Teppich werden von denen. Einige Schautiere, empfindlichere Schautiere, könnten davon gestört werden, weil die Springschwänze dann teilweise bei einer recht hohen Population auch auf denen rumhüpfen. Muss man bedenken, ich finde als Bodenpolizei eigentlich Asseln schöner. Da kann man dann auch aussehen, wenn man größere Asseln, die man manchmal sieht, oder wenn man weiße Asseln, die fast unsichtbar sind und im Erdinneren leben und regenwurmmäßig von unten alles umgraben, muss man wissen, ich finde die als Bodenpolizeilösung eigentlich für viele Terrarien verzichtbar. An Dendrobaten-Terrarien kann man die gut als Bodenpolizei nutzen, weil die Feigefrösche die auch als Nahrung immer wieder annehmen. Da sind sie eigentlich ganz sinnvoll. Da halten sie es auch nicht ewig, muss man regelmäßig nachsetzen, weil die Feigefrösche sich auch mal einen schnappen. Jo, das sind die Gründe, weshalb man Springschwänze haben will. Und jetzt können wir mal meine Zucht. Ich habe hier eine Zuchtbox. Grundmaße 40x30. Und auch wenn ihr welche kauft oder so, achtet auf die Grundmaße. Das ist totaler Quatsch, die hier litermäßig anzugeben, weil die halt keine Bewohner des Erdinneren sind. Die leben nur auf der Oberfläche. Eine typische Heimchendose hat rund 11 x 11 cm, hat aber ein Fassungsvermögen von einem halben Liter. Weil wenn ihr einen halben Liter Springschwänze kauft, kauft ihr keinen halben Liter, sondern Grundmaße 11 x 11 cm. Immer dreidimensional nur hier. Nee, Quatsch. Zweidimensional ist das. Grundmaßen. Ich habe hier 40x30 Zuchtboxen, können natürlich auch größere oder kleinere nehmen. Ist bei den kleinen Tieren jetzt nicht so wichtig. Und Feuchtigkeit. Wenn ihr sonst nur mit Asseln und so zu tun habt, hier könnt ihr bei der Feuchtigkeit wirklich eskalieren. Die mögen es richtig nass. Darum hat meine Zuchtbox auch keine Belüftung. Bei dem schmalen Bestand, den ich hier jetzt gerade habe, also ihr seht, das ist jetzt noch kein dicker weißer Teppich geworden bei mir, da reicht das, wenn ich die Box alle 2, 3 Tage zum Füttern aufmache und die Frischluft, die dadurch reinkommt, reicht vollkommen aus. Wenn ihr wirklich komplett alles weiß habt und die Zucht komplett eskaliert ist, würde ich schon jeden Tag aufmachen zum Lüften und zum Füttern dann auch. Bei so einem lockeren Bestand wie hier. Bei meinem hier reicht es alle 2, 3 Tage.
und die Erde richtig triefend klitschnass. Die mögen Feuchtigkeit. Ich kann euch das mal verdeutlichen, wie sehr die Feuchtigkeit mögen. Galanter Kameraschwenk. Die hüpfen hier auch in meinem Aquaterrarium rum. Sogar auf der Wasseroberfläche werde ich wahrscheinlich nicht vernünftig fokussiert kriegen, wie ich mich kenne und meine Technik hier. Obwohl, vielleicht sieht man, kann man es hier erahnen. Also die hüpfen auch auf der Wasseroberfläche rum. Dies mögen es wirklich nass. Und dann, und das habe ich jetzt nicht vorbereitet, da muss ich mal kurz ein bisschen improvisieren. Fütterung. Wir streuen es einfach auf die Erdoberfläche, wenn wir die so züchten. Ideales Futter ist Trockenfutter für Fische. Die Flockenvariante ist die beste. Wenn ihr die nicht habt oder feststellt, die sind mir ja viel zu teuer, dann könnt ihr Sticks nehmen, Teichsticks. Sind häufig ein bisschen günstiger, weil sie halt als Extrudate, aber auch nach, wie werden sie literweise verkauft. Diese fetten Teile werden euch aber vergammeln. Die kriegen die Tiere nicht aufgedröselt. Und darum mixe ich die in so einem Haushaltsmixer, wo rotierende Messer drin sind, da kommen die Teichfuttersticks rein, dann wird es ein ganz feines Pulver. Und das streue ich immer auf die Erdoberfläche drauf. Man kann die Teichfuttersticks auch zwischen den Fingern zerbröseln. Da habe ich dann aber bei meiner Fütterung hier echt Blasen an den Fingern bekommen und deswegen bin ich aufs Schreddern übergegangen. Ja, also feines Futter, Fischfutter. Kann man denen gut geben? Das mögen die gerne. Immer so viel, wie man hat irgendwann den Dreh raus. Immer auf die Oberfläche streuen, wenn man sieht, nach 2 Tagen fängt es schon an zu gammeln. Okay, dann hast du zu viel gefüttert. Beim nächsten Mal machst du weniger. Hast du irgendwann den Dreh raus, wie viel die in 1, 2 Tagen essen. Und verändert sich natürlich auch mit der Dichte der Population. Ach ja, ich nehme Erdboden. Und gibt es online auch ganz tolle Tipps, was man für den Boden benutzen kann. Serames oder ganz beliebt, auch der heiße Tipp, höre ich ganz oft, hast du noch nicht gehört, man muss die auf Kohle züchten, auf Kohlebriketts. Und dann läuft das super. Es ist den Tieren nur relativ egal. Die wollen feuchten Bodengrund und was unter den Füßen haben. Also die ernähren sich in erster Linie, klar kann man auch Laubwaldhumus nehmen, davon würden die sich dann auch ernähren. Ich habe hier jetzt einfach einen Erdboden und halt Fischfutter als Flocken. Ihr könnt auch Kohle nehmen, ihr könnt Serames nehmen, ihr könnt Lavastein nehmen. Das ist einfacher, um die Tiere abzuklopfen. Dann könnt ihr so ein ganzes Stück rausnehmen und ins Terrarium als Futter klopfen. Dafür ist das eine gute Lösung. Aber dass die Zucht dadurch besser läuft oder so, ist Quatsch. Die Tiere wollen Feuchtigkeit und Substrat haben. Was für ein Substrat ihr da nehmt, das hat jetzt keinen Einfluss so auf die Zucht. Es hat einen guten Einfluss auf die Entnahmemöglichkeit, wenn ihr die Tiere so leichter abklopfen wollt an so dicken Brocken. Ansonsten ist das Substrat jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, damit habe ich jetzt einen kleinen Überblick über tropische Springschwänze gegeben. Temperatur, ich habe halt eine relativ, ich habe eine gut warme Wohnung und da in der Box ohne Belüftung. Da wird das schön warm da drin. Also ich beheiz die nicht extra. Alles klar. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen Infos rausziehen können. Abonniert gerne meinen Channel. Lasst ein Like da. Bis dann, Freunde.